Tja, hallo YouTubbies. Ist nur ein kleines Ankündigungsvideo, geht noch eine Minute. Und zwar haben wir morgen, den 13.05. um Punkt 14 Uhr, einen Livestream mit dem Spiel, das wir ab nächster Woche Montag auch spielen. Separater Spielstand, aber hey. Ja, wollte ich bloß sagen, weil die Event-Erstellung, ne, Erinnerungsfunktion für YouTube, die funktioniert irgendwie nicht, zeigt es nicht richtig an. Keine Ahnung wieso. Ich weiß auch nicht, wieso ich für so geplante Videostreams nicht ein Thumbnail dazu erstellen kann. Aber ihr seht es ja jetzt hier. Und ja. Ja, das ist alles. Morgen 14 Uhr gibt es einen Stream. Da erwarte ich selbstverständlich alle meine 103 Abonnenten. Oh Gott im Himmel. Ja. Wollte ich bloß sagen, weil diesen Sonntag läuft Zivilisation 5 aus. Wir bleiben aber dabei. Wir reden auch in Zukunft weiter über Themen. Ne? Mal gucken, worüber wir dann morgen im Stream reden. Ihr könnt auch, wer morgen dabei ist, kann Themenvorschläge machen. Reden wir darüber. Muss mal schauen, vielleicht reden wir über Uli Hoeneß oder so. Vielleicht hebt man das für nächste Woche auf. Judith will Krankenschwester werden. Das ist ein Thema für nächste Woche. Nervtötende Berufe, bei denen man schlecht bezahlt ist, Überstunden macht und anderen hinterherwischen muss. Und was wir da hinterherwischen, das kommentiere ich jetzt nie. Unglaublich. Aber gerade einkaufen, schönes Wetter jetzt. Seit gestern wird es jetzt endlich warm. Zur Uni mit dem T-Shirt und Jeans. Nächste Woche werde ich wahrscheinlich beim aktuellen Wetterbericht, wenn es so weitergeht, mit kurzen Hosen, kurzen, halbkurzen, ne, wo manche das Kotzen kriegen. Also entweder kurze Hosen oder lange Jeans. Aber nicht eine Mischung. Wenn es so gerade über Knie ist, sieht doof aus. Das interessiert mich wie die Finsterne Mai. Ich bin noch keine Frau, dass ich hier mit knapp unter der Gürtellinie 5 cm und dann Beinfreiheit. Habe ich gestern gesehen übrigens, kann ich euch auch erzählen. Im Slup-Café, ne? Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek. Da saßen zwei stämmige Kerle, Studenten, also ganz normale erwachsene Männer, möchte man meinen. Naja, mit Teenager-Verhalten, wie es halt Studenten so ist mitunter. Und die haben Switch gespielt. Und jeder hatte einen von diesen tollen Controllern in der Hand. Nein, es, wirklich, ich habe jemanden gesehen, die haben wirklich Switch gespielt. Ich fand das cool. Ich musste grinsen, die haben schon zu mir rüber geschaut. Ich war kurz drauf und dran zu fragen, ob ich ein Foto machen kann für Twitter, aber es war mir dann doch etwas zu blöd. Aber die haben nur gespielt. Ich weiß nicht, was die da gespielt haben, das habe ich nicht gesehen. Ich saß da ein bisschen abseits Ecke. Also eigentlich saßen die an der Ecke und ich saß auf dem langen und ja, gegenüber von der Theke. Das ist schlimm, was man da zu sehen kriegt, ne? Ich meine, ne, da ist eine Kasse und da stellen die Leute sich von links und von rechts an. Macht auch Sinn, weil von links ist die große Essenstheke mit dem Schnellimbiss-Zeugs, ne, die Sandwiches und was weiß ich. Und rechts steht die Kaffeemaschine. Natürlich stellen sich trotzdem Leute an, die holen links ihre halb aufgewärmte Pizza, stellen sich ganz rechts hinter den Kaffeeleuten an und blockieren damit die Kaffeemaschine. Also so blöd muss man auch mal sein. Nee, das sieht man, sagen, sage ich euch. Junge Frau mit einem, naja, doch deutlich erkennbaren Hintern, um es mal so auszudrücken. Und die trägt dann Leggings. Ich habe mich mit dem Kommilitonen unterhalten, ich verstehe das. Wann ist das normal, dass diese Leggings die neuen Jeans, also früher hat man die drunter an und dann hätte jedes Mädel, jede Frau hätte darüber eine Hose angezogen oder einen Rock. Machen manche noch, weil sie ihre Beine nicht zeigen wollen oder ich habe Pigmentierung auf der Haut, dann darf ich meine Haut, ich muss doch einen absolut glatten Tag. Mann, Frauen, an euch ist so viel dran, ohne Schönheitsideale zu folgen. Oh, ich habe da übrigens, ich gucke gerade auf den Balkon raus. Da ist ja bei mir davor hängt da so eine Jalousie, Silber. Jetzt halb geöffnet, damit Licht reinkommt. Und da hängt eine einzelne Lamelle, die hängt jetzt schräg nach unten. Und die stört jetzt meine ästhetische Empfindung. Ich muss jetzt mal aufstehen. Einen Moment. Sieht das aus? Dann muss ich die Jalousie nur zumachen, damit ich Judith und Pia hier wieder heimlich reinspannen. Bin ich hier nackt, let's play jetzt. So, was? Entschuldigung, ich war kurz mal abseits. Ihr habt es bestimmt gehört. Ja, was man da so vor dieser Kasse da sehen muss, da stehen Studenten wirklich. Also Apfel, eher so Apfelmelone-Hintern. Und dann Leggings, schwarze. Und als ob das noch nicht reicht, Unterwäsche, die zwar auch schwarz ist, aber wo man merkt, das ist wohl eher der Kategorie Dessous zuzuordnen, die sich dann auch noch sehr deutlich abzeigt, wo ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob das allgemein als ästhetisch ansprechend empfunden wird, aber ich persönlich bin der Meinung, wenn ich da in Ruhe sitze, anstatt zum Tutorium zu gehen, und mein Kaffee, also. Eigentlich war es Milchkaffee. Also ich trinke quasi ein kaffeeähnliches Produkt. Wirklich Kaffee ist da kaum drin, deswegen. Kein Kaffee seit 2015. Yay! Hallo, mein Name ist Xane und ich habe ein Problem. Ich war 16 Jahre Kaffeetrinker und bin seit anderthalb Jahren auf Entzug.
Und da kriegt man so einen Hintern mit abgezeichneter Unterwäsche. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich stehe da eigentlich gar nicht drauf, wenn mir Frauen ihre Unterwäsche präsentieren, deren Namen ich nicht mal kenne. Es ist jetzt nicht so, als ob die erwachsenen Frauen unter euch mir jetzt über @xen@gmail.com nicht ihre Nacktbilder zeigen dürfen, aber also ich weiß nicht, ob. Naja. Es ist dasselbe, wenn so eine Frau, die saß dann da, wo die Wii, nee, die Switch-Spieler saßen, da sitzen dann zwei Mädels, die eine schon reichlich stämmig, die andere, naja, so breit wie lang. Und was ja an sich, ne, interessiert mich gar nicht, ein äußerliches Merkmal, pff, unbedeutend. Aber dann dazu natürlich der entsprechende, das kommt ja nicht selten vor, oder nicht gerade selten, der entsprechende Vorbau, und den muss man dann aber auch mit einem extrem weiten, nicht mehr V, das ist schon U-Ausschnitt, der quasi. Wo ich sage, also einmal seitlich davon sitzen, da kriegt man Dinge zu sehen, die wollte ich gar nicht sehen. Bin ich der Einzige, den sowas stört? Ich, naja. Also die Ankündigung, ne? Es gibt morgen einen Stream. Mehr wollte ich gar nicht sagen. 14 Uhr. Spiel verrate ich nicht, ist was anderes. Passt auch zum sommerlichen Wetter. Ja, deswegen Summer Surprise Stream. Ich musste jetzt wirklich auf den Bildschirm gucken. Steht da vielleicht PR vertauscht oder so? Mann, wäre das peinlich. Das wäre sowas von Wappab. Ich habe mir das angehört. Das ist wirklich schlecht. Also auch ohne Auto-Tuning-Funktion. Es ist wirklich einfach nur sau schlecht. Ich kann schon verstehen, dass Valulis sich darüber lustig macht. Apropos Valulis, habt ihr das auf Twitter mitbekommen? Also außer Pia, die jetzt erstmal die letzten. Einen Augenblick. Oh, 6.296 Tweets zu diesem Zeitpunkt von mir nachschauen muss. Was so an Diskussionen über Valulis auf dem Kanal da, gerne mal. Gestern Abend noch so einen rechtsradikalen Spinner. Nee, ich glaube, das kommentiere ich extra nochmal nächste Woche. Ich esse übrigens gerade ein Choco-Coco-Minis-Dings. Ich habe noch eins hier liegen. Willst du haben? Hier, kannst du, nimm den. Ja, fang. Das Internet ist so gemein. Okay, das wäre gemein, wenn jetzt so ein kleiner Junge im Krankenhaus sitzt, sich das anhört. Vielleicht auf Diät ist, darf nicht essen oder so. Nierenoperation oder sowas. Muss ein Blinddarm entfernt werden, darf nicht essen. Hat so einen Heißhunger auf Schokolade und dann hau ich hier so Sprit. Das ist schon. Also, kleiner Junge im Krankenhaus, du tust mir echt leid. Eigentlich tust du mir wegen dem Blinddarm mehr leid als das, aber. Eigentlich tust du mir leid, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Blinddarmoperationen in Deutschland schiefgehen durch Ärztefusch. Lass dich nie beunruhigen. Operationen, Ärzte kennen sich total aus. Ne? Wenn du den Arzt noch nie gesehen hast vor der Operation, ist das meistens ein gutes Zeichen. Weil die Ärzte kümmern sich nur um die Patienten, wenn sie regelmäßig Scheiße bauen. Das soll nicht heißen, wenn dein Arzt regelmäßig um dich kümmert, dass er Scheiße. Vielleicht ist der. Vielleicht. Ich sollte vielleicht die Klappe halten. Toll. Jetzt habe ich einen kleinen Jungen irgendwo in einem Krankenhaus. Sorgen seines Lebens bereitet. Das erinnert mich daran, als ich mit 10 Jahren, das war damals 1997, die meisten von euch waren noch gar nicht auf der Welt, im gebrochenen Arm im Krankenhaus war. Also Arm war ausgerenkt, das haben wir später natürlich festgestellt durch Röntgen und so. Arm war ausgerenkt, Wachstumsfuge komplett durchgebrochen. Keine Sorge, er ist heute genauso lang wie der andere. Ich habe extreme Abwehrkräfte, mein Körper macht eine Menge mit. That's what. Ja, und ich esse nebenbei noch so ein Fritt. Orangen, irgendwas. Viel zu teuer, der Scheiß, aber ab und zu mal muss immer sein. Entschuldige, der kleine Junge, ich muss einen kleinen Jungen gehen. Ich rede nicht mehr über was essen. Das ist echt gemein, sowas. So, letzter Happen. Und. Ja. Da sitzt man erstmal eine halbe Stunde, Stunde lang. Quasi direkt vor der Eingangstheke. Bis man dann mal endlich einer kommt und sagt, jetzt gehen wir röntgen. Dann sitzt man nochmal eine halbe Stunde oder so. Und sagt, ja, wir müssen jetzt operieren. Hä? Und ich sehe als 10-jähriger kleiner Junge, der jeden absoluten Horror davor hat, dass irgendeiner mit dem Messer meinen Arm aufschneiden könnte oder sonst was. Was sie ja nicht gemacht haben. Ja, wir machen jetzt Narkose. Und dann renken wir das wieder ein. Ja, haben sie gemacht, Narkose, mit Lachgas. Gelacht habe ich nicht, aber. Dummerweise richtig narkotisiert war ich nicht. Also, ich war schon bei größtenteils Bewusstsein. Weil das habe ich gemerkt, wie der meinen Arm rumgezerrt haben und dann haben die gemerkt, wie mein linker Arm ganz schnell zum rechten gewangen ist und da und dann haben sie mich fixiert und was weiß ich und
haben sie wohl die Dosis an Lachgas erhöht und dann bin ich wohl doch eingeschlafen irgendwann, aber hinterher habe ich dann davon, ja, du wärst übrigens fast gestorben, weil du hast da dich abgekotzt an dem Lachgas. Nicht vor Lachen, sondern wirklich. Ja, das muss ein lustiger Anblick gewesen sein, jetzt so im Nachhinein. 11:26 Uhr, ich habe Hunger. Erstmal noch ein Schokomilch. Nein, der Junge! Oh, ich muss an den Jungen denken. Ich denke an dich, kleiner Junge. Schreib doch in die Kommentare, wie du heißt. Uwe aus Polen? Das fand ich schön. Könntet ihr da das Video aus auch machen? Eure lustigsten Bedeutungen. Was könnte die Abkürzung Uwe bedeuten, ne? Ich sag Uwe aus Polen. Pia hat da auch ein paar Vorschläge. Könnt ihr auch mal. Jeder, der das Video sieht, jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? Uwab. Uwap. Wofür könnte das stehen? Unidentifizierbares, widerliches, außerirdisches Protoplasma. Zum Beispiel. Kokos. Kommt aus dem Kühlschrank, deswegen kann man das nur essen. Diese Zartbitterschokolade. Warum wird sowas eigentlich immer mit Zartbitter und nicht mit Vollmilch? Na, weil die schneller schmilzt. Moment! Wir haben doch heute so viel Lebensmittelchemiker, ist doch eh alles Chemie und Plastik. Dann können Sie auch Vollmilchschokolade herstellen, die nicht so schnell. Ja, oder? Wer hat sich das bloß einfallen lassen? Stellt euch auch manchmal so Fragen? Ne? Ich mache das den ganzen Tag. Wenn ich gelangweilt bin oder gestresst, was ich immer bin, weil ich bin immer gelangweilt und gestresst. Nicht immer gelangweilt, aber eigentlich immer gestresst. Da geht mein hyperaktiver Verstand mit mir durch. Hyperaktiv ist wieder so ein Synonym. Ne? Wenn ein Schuljunge in der dritten Klasse mal 5 Sekunden nicht aufrecht im Stuhl sitzt und sein Diktat perfekt schreibt und nochmal zum Fenster rauskriegt, dann muss der gleich ADHS haben. Und weil jeder Lehrer mittlerweile die Abkürzung sich gemerkt hat, dann diagnostiziert das auch jeder Lehrer und die Eltern, die melden die Kinder schon in der Schule, ja, mein Kind hat wahrscheinlich eine Aufmerksamkeitsstörung. Der braucht eine besondere Pflege. Nee, der braucht neue Eltern. Weil die Eltern von vornherein das Kind stigmatisieren und mit dem Kind wahrscheinlich noch darüber reden, du bist viel zu nervös und gestört. Ja, davon wird das Kind bestimmt ruhig werden. Da haben wir so eine Szene aus der Grundschule, wo ich war wirklich nervös, weil Grundschule, erste Klasse, ne, nach dem ersten Halbjahr gewechselt und so. Weil umgezogen, hatte keinen anderen Grund. Und, warte mal. Die Schokolade aus der Hand. Nein, der Junge! Und, ja, also, da bin ich dann, ne, nervös gewesen, aber ich kenne die Leute hier nicht. Von vorne einen schweren Stand gehabt. Quasi gemobbt von Klasse 1 an. Super. Und, auch ein interessantes Thema, müsste ich mal auf die Liste nehmen. Und da habe ich dann so. Oh Mann, ist doch lecker. Und da habe ich dann so auch irgendwann lernen müssen, wie man schreibt. Also Buchstaben und Zahlen und alles habe ich schneller gelernt als alle anderen. Ich war von vornherein das Genie oder anders ausgedrückt, unter den Blinden ist der einäugige König. Ne? Aus denen ist ja alle Rand nicht geworden, so viel ich weiß. Gut, ich werde Lehrer, ich sollte die Schnauze halten. Aber ja, meine Grundschullehrerin, Frau Adam hieß die alte Eule. Ich hoffe, sie ist inzwischen im Grab. Oder siecht in irgendeinem Altersheim wirklich erbärmlich vor sich hin. Das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Hier ist dann so eine Lehrersorte, die war damals schon geistig in der Rente. Körperlich sah die aus wie über 60. Und erzählte was von Nachkriegszeiten, was weiß ich. Ich glaube, die ist, keine Ahnung, 50 erst geboren oder so, weiß ich gar nicht. Naja, egal. 45 oder so, 46 geboren. Nach dem Krieg erst geboren, aber harte Zeiten. Meine Erzgebirgslieder, also ich. Bäh. Hallo Bayer an der Stelle. Ja. Und, ne? Wie sieht denn das aus? Du musst die Buchstaben gerade ziehen und versuch mal genau auf der Linie den Buchstaben anzufangen. Ist mir damals schon als Kind nicht ganz klar gewesen. Ne? Ihr seht im Bildschirm Summer Surprise Stream. Das steht auf einer Ebene, weil es war am Computer. Warum soll meine Handschrift bitte auch so aussehen? Nach dem Motto, wenn ich den Buchstaben 100 Mal schreibe, ist das dann gerade. Dafür war ich ehrlich gesagt zu faul. Weil ich wollte den nächsten, ich habe in meinem neuen Spruch in der ersten Klasse einfach umgeblättert, was ist der nächste Buchstabe? Anhand der Bilder und der Bedeutung der Buchstaben, die ich schon habe ich das dann schon hochgerechnet. Aha, das Wort kenne ich, das heißt Haus oder so, dann muss das ein A eventuell sein oder au, au, ne, also der Sinn dahinter, 100 Mal den Buchstaben auf eine Linie zu schreiben im Deutschunterricht, ist mir ehrlich gesagt nicht gekommen. Und weil das nicht schön genug war oder beim Diktat dann in der dritten Klasse oder so, dann war die der Meinung, das habe ich mehr als einmal machen müssen. So, dann zeigst du das mal der ganzen Klasse oder die zeigst, so dann bin ich einmal, musste ich mit der Klasse, mehr als einmal, mit meinem Deutschheft oder mit meinem Diktatheft, was auch immer, dann rumgehen durch die ganze Klasse, es allen zeigen, die dann ausgelacht haben. Das ist,
Didaktisch-pädagogisch, also an der Uni würdest du schon für den Vorschlag, sowas zu machen, würden alle lachen, jawohl, genau, machen wir den Jungen fertig, aber nüchtern betrachtet, also, das sind Methoden, ne? Deswegen sage ich, die soll wirklich im Grabe rotieren oder elendig vegetieren irgendwo im Wald. Die würden nicht mal die Wölfe anknabbern, glaube ich. Mann, ist das. Der Junge. Entschuldigung. Also, Pia, hör auf hier reinzuhören. Was soll das? Video ist eh vorbei. Ich wollte bloß ankündigen nochmal, damit ich das nicht vergesse. Morgen ist ein Livestream. Um mehr ging es nicht. Das war eine schnelle, kurze Ankündigung. 14 Uhr, Samstag, 13.05.2017. Ja. Wird spannend. Überraschungsspiel. Schon ein bisschen alter Klassiker. Liebe ich. Muss kommen. Wer oft genug reinschaut, weiß das schon. Wer jetzt nicht weiß, welches Spiel kommt, hat eindeutig nicht genug Videos bei mir gesehen. Ich habe über 1000 auf dem Kanal. Es wird Zeit, dass ihr mal ein bisschen nachholt. Also zumindest die Features und Bundles und sowas, ne? Apropos Bundles, das ist ja auch was für den Late Grind Show. Ich weiß ja schon, welches Spiel ich da spielen möchte, aber hängt davon ab, ob ich das mit dem Controller spielen kann, weil mit Tastatur, dann klicke ich die ganze Zeit beim Reden, das geht nicht, das lenkt mich ab. Klingt auch blöd, ne? Nein, der Junge, Entschuldigung. Entschuldigung. Darf man eigentlich Let's Playen mit vollem Mund? Steht im Knigge nirgendwo drin. Bei den 10 Geboten hieß es auch nie, und du sollst niemals Let's Playen, wenn du was im Mund hast. Gut, bei so manchen Streamern, Twitcherinnen, bei den Twitcherinos, diesen weiblichen Bubicam-Liebhabern, die da Geld sammeln, indem sie in Anführungszeichen Spiele spielen. Ich drücke es eher so aus, im Bikini in einer kalten Wohnung sitzen, damit sich noch gewisse Teile abzeichnen. Und ich habe das einmal probiert, mir sowas anzugucken. Also 3 Minuten länger habe ich den Schwachsinn durchgehalten. Das ist auch so ein bisschen Wap-Wap. Apropos Wap-Wap, die heutige Folge von Minus mal Minus gleich Minus Quadrat fällt aus. Mit unserem ersten weiblichen Gast, wegen organisatorischer Gründe. Also bei ihr klappt es nicht. Jetzt mal. Was? Nee. Und, ja. Ist halt so. Wird ein andermal nachgeholt. Sind noch genug andere da? Ich warte immer noch, dass einer mich fragt, ob er mich dann haben darf in der 5. Folge oder so, oder 10. Vielleicht haben sie auch alle Angst, dass ich dann genau das, was ich hier mal dabei vorstelle, auch umsetze. Nämlich radikal ins Wort fallen. Ja. Soll ich euch noch was aus Romeo und Julia vorlesen? Also, ich meine, die Folge, ein Livestream-Ankündigung müssen wir jetzt, ne? Das, was haben wir denn hier noch? Ein piependes Handy. Ich habe es extra ausgestellt, aber es vibriert nicht. WhatsApp, ne? Wer nervt? Rate ich mal. Die Dezent, Leute. Naja, dem muss ich sowieso noch hintern treten. Ja, also, ne, morgen Livestream, 13.05. 14 Uhr, neues Spiel und so. Wird spannend, wird lustig. Wisst ihr jetzt, worum es geht? Wollte ich kurz fassen, ne? Also, habe ich auch mich kurz gefasst. Ja, das ist ja, mir gelungen. Nochmal schnell was trinken. Ach, schon wieder so ein Erdbeer, irgendwas, Kiwi. Nee, das ist das Kirsch irgendwo, glaube ich. Diesmal muss was Neues ein. Ja, können wir eigentlich noch machen. Ich werde ja schließlich nach Sekunden bezahlt, insofern. Was? Das wäre schöner. Es piept aus dem Schritt. Zumindest aus der ungefähren Richtung. Traube, Mango, Papaya. Dieses ekelhaft süße, klipprige, Nur 5% Zucker. Was wegen Erzgebirge? Ich fahr doch heute in kein Erzgebirge. Ich tippe übrigens gerade, falls man das nicht hört. Warum hat WhatsApp eigentlich so einen hässlichen? Kann man den irgendwo ausstellen bei Android?
Der wird sich da wieder melden. Es gibt ja so Leute, die wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Also ist ja nicht so, als ob ich nicht durchaus mir das Erzgebirge gerne an. Also ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ich glaube, den Bio muss ich mal nahelegen, dass er einen DIY-Kanal macht. Er hat seine ganzen Videos jetzt runtergenommen. Warum auch immer. Und zumindest auf nicht gelistet oder so. Hoffentlich hat er sie nicht komplett gelöscht. Doofdödel. Wozu mache ich von dem ein Feature, wenn er am Ende... Da ist das einzigste lebende Nachweis, dass er jemals Let's Played hat, meine Features. Also das möchtet ihr nicht in eurem Lebenslauf drin stehen haben. Wenn ihr mal sterbt, möchtet ihr nicht, dass das, was ich über euch gesagt habe, das Letzte ist, was die Welt von euch erfährt und das Einzigste. Nicht wahr, Eisenseele? Ja. Mann, da käme es aber lustige Sachen zusammen. Unglaublich. Ich beantworte das nur, damit ihr euch nicht wundert, was ich hier mache. So, ja. Stellt euch das mal vor, dass euer, keine Ahnung, Mathelehrer der 5. Klasse, wer auch immer das ist, der einzigste ist, der etwas über euch aussagen kann, wenn ihr gestorben seid. Niemand weiß etwas über euch oder fährt es über euch und der schreibt ein Buch über euch. Was würde da wohl drinne stehen? Wen hatte ich denn in der 5. eigentlich? War das damals noch schon der Voyage? Ich glaube nicht. Mann, das ist ohne Socke. Ein Lehrer, den ich damals in meinem Ursprungsort Bautzen hatte, den ich jetzt hier in Dresden ab und zu mal sehe, wenn er einen Fahrkartenautomaten anbrüllt oder mit sich selbst spricht oder in den Mülleimer guckt, da merkt man schon, das ist also eine Lehrerlaufbahn. Ja, wir haben mit Kommilitonen darüber gesprochen auf dem Rückweg. Aber das liegt bestimmt nur an Mathematik, Bio, Physik, was der gemacht hat. Das liegt nur daran, der macht Naturwissenschaften und ich mache Geisteswissenschaften. Übrigens, MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, sind die beliebten Studienfächer, ne? Also die auch dringend benötigt werden. Ja, wenn man da nach 30 Jahren anfängt, im Mülleimer zu suchen, eher nicht so zukunftsträchtig, wa? Ja. Draußen steht schon wieder ein Postwagen. Wenn er jetzt bei mir klingelt und Pakete von Nachbarn haben will, dann werde ich dem wahrscheinlich mit einer Axt den Schädel. Gut, ich habe keine, aber. Axt, also. Und keine Aggression, weil ich bin ja Pazifist und so, aber naja. Übrigens die Ankündigung, ne? Morgen ist ein Livestream. 13.05. 14 Uhr. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Das war, ja. Weil die Funktion auf YouTube nicht ganz funktioniert. Ich gucke nochmal. Vielleicht ist es jetzt da. Dann brauche ich das hier gar nicht hochladen. Andererseits, wenn ich das nicht hochlade, woher wollt ihr denn wissen, dass ich das hier jemals gesagt habe? Ja. Und bitte, solange ihr nicht erwachsen seid, schickt ihr mir auch keine Nacktbilder. Obwohl, so Online-Portale kenne ich, habe ich auch mal aufgrund einer Kommilitonin mir angeguckt. Ja, da war ich. Ist nicht so, als ob ich da explizite Bilder von mir oder so hochgeladen hätte, aber eigentlich nur ein Bild von mir, so wo man ein Grinsen sieht. Ich glaube noch nicht mal das ganze Gesicht, aber leicht dezentes Grinsen, ein paar Forenbeiträge und Kommentare. Und innerhalb von einer Woche waren es 3 Frauen, die mit mir in die... Wie drücke ich das jetzt aus? Es könnten ja minderjährige Zuschauer sein. Zuschauer, als ob das einer ansieht. Das hört ihr doch nur. Habe ich eigentlich so eine Podcast-Stimme? So im Autofahren hören oder so? Hoffentlich nicht, weil man hört im Auto keine Kopfhörer. Gut, Autoradio oder so da reinlegen, ne? Ist was anderes, aber selbst das ist immer... Möchtet ihr nachts um 3 mit so einem LKW und 50 Paletten Bier durch die Gegend fahren und meine Stimme hören? Gut, immer noch besser als eine Rede von Donald Trump, aber tja, ne? Schon wieder ein Kommentar? Von Pia, was für eine Überraschung. UWAP, unbrauchbarer, wahnsinniger, ahnungsloser Prophet. Aber jetzt weiß ich, dass ich einen Livestream habe. Aber die Ankündigung bleibt trotzdem. Liebe Grüße, Pia. Du 12-jährige
Hupfdohle. Was? Hupfdohle. Nein, es ist nicht Stardew Valley, was wir morgen spielen. Oh, das Rätselraten um mögliche Spiele. Nee. Ein Thumbnail für die erste Folge muss ich noch machen. Gut, ich muss überhaupt die erste Folge erstmal aufnehmen. Ne? Das mache ich dann vielleicht nach dem Livestream oder so. Oder ich mache Sonntag, aber Sonntag dann für eine ganze Woche Folgen aufnehmen, habe ich auch keine Lust. Ich denke, ich werde heute noch ein, zwei Folgen. Ja, wobei, wenn ich jetzt Mittagessen mache, ist 11.40 Uhr. Könnte klappen. Ja. Übrigens, morgen gibt es einen Livestream, wollte ich bloß sagen. Das war alles, worum es hier ging. Ne? Ja. Ja, dann machen wir mal eine Folge. Folge beenden. Wir beenden ja keine Folge. Wir hatten ja keine Folge. Es war nur eine Ankündigung. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Schön, dass ihr es mitgekriegt habt. Also für alle, die es noch nicht wissen, morgen 13.05. 14 Uhr Livestream. Kommentare in die Kommentarsektion, weil woanders könnt ihr es eh nicht hinmachen. Bis dahin, ne, und so. Ich erwarte 103 Abonnenten da morgen im Livestream, dass wir uns da mal klar und richtig verstehen. Bis dahin, gesehen.